Long, long time ago. I will still remember. Ah, wie gefühlvoll. Vor allem, damit könnte ich nach DSDSY gehen. Deutschland sucht den Super-YouTuber. Und diese Zeile sagt eigentlich alles über den WBP aus, was man sagen kann. Es ist eine verdammt lange Zeit her, als wir das letzte Mal World Best Park hatten. Genau zu sein, 2,5 Monate. Tut mir wirklich leid, aber es ging leider nicht anders. Wegen Urlaub und Gamescom. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plankenkoaster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zum World Best Park, dem Community Park hier auf YouTube. Und ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, denn ich werde wahrscheinlich nicht alle Einsendungen heute präsentieren. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgepickt. Und solltest du dabei sein, den ich jetzt nicht rausgepickt habe, tut es mir wirklich leid, aber nicht übel nehmen. Denn ich habe jetzt einfach mal selektiert. Und wir fangen heute an mit Bahnhof. Ganz einfach Bahnhof. Und zwar für den Themenbereich Stadt. Erstellt wird das Ganze von Torturo. Und wir gucken uns das ganze Ding mal an. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Denn hier sind ja verschiedene Themenbereiche. Das weiß ich noch. Aber ich weiß noch ungefähr, wo die alle sind. Also hier ist zum Beispiel der Western-Themenbereich. Hier war der Maya-Themenbereich. Der Grusel-Themenbereich, nicht der Horror-Themenbereich, war hier. Dann Piraten hatten wir umgeändert. Hier war der Stadt-Themenbereich. Da können wir nämlich jetzt den Bahnhof platzieren. Dann der Science-Fiction-Themenbereich und der Märchen-Themenbereich. Und hier ist der Startgebiet. Genau, mit der legendären Knork-Statue. Jawohl! So, ich bin wieder voll im Element und den Bahnhof. Wo finden wir jetzt den Bahnhof? Ich gebe jetzt einfach mal ein Bahnhof. So, da haben wir ihn schon. Guck mal, Bahnhof. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den am besten... Achso, da sind schon Schienen dran. Aha. Werde ich aber, ich hoffe, du hast nichts dagegen, natürlich noch verlängern, damit wir dann verschiedene Themenbereiche auch im Bahnhof haben. Ne, weil das bringt ja jetzt nicht viel, wenn wir die ganze Zeit so im Kreis fahren oder so im Oval. Dann würde ich gerne einen im Stadt, einen im Science Fiction und so weiter, würde ich dann jeweils einen Bahnhof platzieren, wenn du irgendwann mal einen herstellst oder designst oder fabrizierst oder wie auch immer. Oder jemand anders. Ne? Könnt ihr euch gerne absprechen oder einfach bauen und ich gucke mal, wie ich das dann alles regel. Und ich würde gerne den Bahnhof, wir haben ja gesagt, wir werden nach und nach immer wieder die Sachen umsetzen, umplatzieren, weil das ist noch nicht die finale Position, weil immer wieder neue Elemente hinkommen, dann sind die mal größer, mal kleiner und dann ne, müssen wir irgendwo Platz haben und deswegen müssen wir mal gucken, wo wir das jetzt am besten platzieren. Aber ich würde sagen, den setzen wir jetzt erstmal provisorisch hier hin. Ne, jetzt müssen wir gucken, wo der Ein- und Ausgang ist. Hier ist sogar eine Klimaanlage, sehr geil. Dann würde ich den gerne erstmal hier platzieren. Ja, wenn du nichts dagegen hast, würde ich den jetzt gerne hier hinsetzen. Ich weiß allerdings nicht, wie hoch. Das ist jetzt gerade das größere Problem. Also gucken wir nochmal. Ich setze das jetzt einfach mal auf den Boden. Ne? Ich setze das jetzt einfach mal, ohne die Höhe anzupassen, weil die Querstreben von den Schienen sieht man nicht, wenn ich die jetzt ein bisschen runterziehe. Und ich denke mal, das ist auch so geplant, weil hier ist nämlich so eine Schräge. So, ansonsten haben wir hier einen Bahnhof, der sieht richtig geil aus. Sehr modern. Vielen Dank dafür. Der gefällt mir echt gut. Also wirklich. Und vor allem diese Brücke, die erinnert mich so ein bisschen, ein klein bisschen abschweifend an Venedig, ne? Wo dann unten die Gondoleros durchfahren. Hier nehmen wir einfach mal den Zug als Gondolero und dann hast du hier so einen venezianischen Stil. Wird auch passen mit diesen Balkon Betonhalterungen, BBHs, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich nehme alles mit Abkürzungen. Alles Abkürzungen. Ja, ist ja heutzutage, ne? Man kürzt ja Worte ab, weil man nicht Zeit hat. Man hat heutzutage weniger Zeit als damals und deswegen kürzt man auch Worte ab. Ist ja ganz logisch. So, das Dach gefällt mir auch sehr gut. Also das ist wirklich sehr, sehr schön alles. Vor allem mit den Querstreben. Sehr schön, sehr, sehr geil gemacht. Wir gucken uns das ganze Ding natürlich einmal bei Nacht an und Beleuchtung ist da und on point und gefällt mir echt gut und sehr passend. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Bewerte ich jetzt natürlich, favorisiere ich, damit ich weiß, dass ich das schon platziert habe. Vielen, vielen Dank dafür. So, der nächste wäre dann von Stahlbeton 1987. Derjenige hat uns nämlich, ich wollte gerade sagen, sind die Schienen beleuchtet, aber ich habe die ja noch markiert. Wir entmarkieren die erstmal. Dann setzen wir unsere Uhrzeit selbstverständlich wieder auf 10 Uhr. Und dann haben wir eine erste Hilfestation vom guten Stahlbeton 1987. Jetzt müssen wir nur gucken. Erste Hilfe. So. Und damit auch amerikanische Gäste die erste Hilfestation finden, hat er oben drauf geschrieben: First Aid. Sehr geil. So. Wo platzieren wir das jetzt? Also, wäre das jetzt, ich sag mal, in so einem Mokka-Ton oder so ein Maya-Ton, also da, ich weiß nicht, wie man Maya beschreiben soll. Das ist so ein helles Beige. Ja, kann man so sagen. Wäre das jetzt so ein helles Beige, würde ich das als Pyramide sehen. Hm.
Das wär eigentlich sehr geil, wenn ich das hier platziere. Dann, das wird sogar ein bisschen... Oder im Stadtthemenbereich wäre das natürlich auch wegen der Schrift da oben. Kann ich das noch kleiner machen? Jawohl. Ich sehe das tatsächlich irgendwie im Maya-Bereich. Ich werde, wenn es okay ist... Pass auf, ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt kackendreist, ne? Weil wir brauchen ja im Maya-Bereich brauchen wir ja auch eine Erste-Hilfe-Station. Und deswegen würde ich die schon gerne hier platzieren. Und zwar so am Rande. Ne? Soll nicht gerade auffällig sein, aber dennoch soll jeder wissen, wo die Erste-Hilfe-Station sich befindet. So. Und ich hoffe, mit dem Grün würde aber auch gehen, ne? So ein bisschen naturmäßig, so naturalmäßig. Ja, lassen wir jetzt erstmal. Okay, vielen Dank dafür. Was ich noch sagen wollte, ich war am Überlegen, ob ich das eventuell umfärbe in diesen hellen Mokka-Beige-Ton, wie auch immer. Aber wir lassen das jetzt erstmal so grün. Ne? Ich hoffe, wenn du sagst, ist in Ordnung, färb um, würde ich das gerne umfärben. Ansonsten, das Grün, da könnte ich mich jetzt auch mit anfreunden. Ja. So, wahrscheinlich hast du dir gedacht, dass das irgendwo anders hin soll. Aber bei mir läuft das immer ein bisschen anders als geplant. Okay, dann haben wir von Andy 75 ein Riesenrad. Da freue ich mich jetzt drauf, da bin ich mal gespannt. Da haben wir wieder eine Attraktion. Und soweit ich mich erinnere, haben wir nämlich noch kein Riesenrad hier. Da haben wir eine Schiffsschaukel. Weißt du, wie eine Schiffsschaukel in Holland heißt? Wahre Tatsache. Efteling. Schippschommel. Voll geil. Schippschommel. Beste, oder? Schiffschaukel heißt Schippschommel. Klingt für mich erstmal voll süß, aber die ist echt heftig. Also Efteling, die geht gut ab. Die geht sehr hoch. So, auf jeden Fall, Andi 75 hat ein Riesenrad. Jetzt müssen wir das Riesenrad hier irgendwo finden. Da ist so ein Sonnenuntergang. Da ist er doch. Da ist er doch. So, und das würde ich tatsächlich gerne... Ich muss weg. Ich bin da. Geil. Ich muss weg, Bruder. So, das würde ich gerne hier im Märchenthemenbereich platzieren. Tatsächlich. Ne? Ich sag jetzt erstmal hierhin. Weil die Schilder lasse ich jetzt erstmal alle. Und die werde ich dann nach und nach alle entfernen. So. Ich bin da, bleib da. Ich bin da. So. Vielen Dank dafür. Wir gucken uns dann natürlich einmal bei Nacht an, ob da eine Beleuchtung bei ist. Aber normalerweise glaube ich nicht, weil das Riesenrad selbst hat ja schon eine Beleuchtung. Ey, da ist auch noch ein Burger. Also, wenn du Hunger hast hier in der Warteschlange, kannst du gerne mal reinbeißen. Der wird jeden Tag neu gemacht. Ne? Jeden Tag wird der frisch gegrillt für sie vor Ort. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Bewerte ich natürlich wieder, favorisiere ich. Und dann haben wir noch... Ach ja, wir haben ja noch was. So, wir haben noch die Candy Station von Naraka Nick. Jetzt bin ich mal gespannt. Da sind zwei Screenshots drauf, wo ich das platzieren werde. Weil ich habe zwei Favoriten. Ich zeige dir mal ganz kurz. Pass auf, ich gehe mal ganz kurz hier Beleuchtung wieder auf 10 Uhr, damit wir wieder hier den Tagmodus haben. Ich wechsle immer nach dem Platzieren direkt in den Nachtmodus, damit ich dann weiß, wo ich was platziert habe. Weil es sind sehr viele Objekte und dann nicht, dass ich nachher was vergesse. Dass ich erst alle bei Tag platziere, wird natürlich Zeit sparen. Aber, ne, damit ich dann halt nachher weiß, ach, da habe ich schon mal platziert und da, das möchte ich gerne auch im Nachtmodus sehen. So, Candy Station. Wo haben wir denn die Candy? Warte mal, ich kann doch eigentlich WBP hier eingeben, wenn das da drunter gespeichert ist. Und dann, das Bild sieht so aus. Da ist es doch. Das ist ein Wimmelsuchbildspiel. So, und jetzt habe ich zwei Favoriten. Ne, jetzt habe ich einen Favorit, weil ich habe das Rad nicht gesehen. Ich war am Überlegen, ob wir das im Western-Bereich stecken. Bin ich jetzt wirklich immer noch am Überlegen, wegen dem Rad da oben drauf. Wäre das Rad nicht, würde ich sogar vielleicht das sogar im Stadtthemenbereich setzen. Ne? Also im Stadtthemenbereich würde sich das auch nicht schlecht machen. Könnte man, das ist ja komplett designt, sogar vorne und hinten krass. Okay, wo setzen wir das jetzt hin? Weil das würde nämlich auch hier hinpassen tatsächlich. Aber also wenn ich das jetzt hier platziere... Passt das Windrad nicht? Ich meine, wir sind ein ökologischer Park, ne? Wir achten natürlich auf unsere Umwelt. Wir nehmen natürlich nur erneuerbare Energie und deswegen setzen wir hier auf Windkraft. Aber in dem Fall würde ich sagen, nehmen wir die Windkraft von woanders. Also schwierig, ob ich das jetzt hier platziere. Oder, warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken, wie das aussieht, wenn man das jetzt hier, aber das ist halt so lila. Ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Nur, das sind meine Pläne. Ne? Ich muss dir auch meine Gedanken mitteilen. Und ob wir, obwohl, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Es gab ja auch Cowgirls.
die dann halt einen Lila-Shop eröffnen haben, ne? Weil von den Brettern her würde das nämlich hier hinpassen, aber auch im Stadtthemenbereich. Und theoretisch sehe ich das tatsächlich mehr im Stadtthemenbereich. Von der Farbe her jetzt alleine, würde ich sagen, platzieren wir das jetzt mal im Stadtthemenbereich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich lasse mir jede Option immer offen. Das heißt, ich kann auch jederzeit das wieder woanders hinsetzen. Und das würde ich tatsächlich gerne hier irgendwie platzieren. Das war mein erster Gedanke und den halte ich jetzt auch bei, weil, ne, passt da irgendwie hin. Vor allem, ich habe ja gerade gesehen, dass da hinten auch das dekoriert ist. Das heißt, da können wir, ne, das ist ja auch noch eine, ist das eine Toilette? Oder war das der Darkroom? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das komplett thematisiert. Das heißt, wir können da einen Weg drum herum setzen und die Leute können gerne überall gucken und gefällt mir echt gut. Vielen Dank dafür, wirklich. Bewerte, favorisiere das mal ganz kurz, damit ich das ja nicht vergesse. Und dann würde ich das gerne auch im Nachtmodus mir noch ansehen und vor allem, warte mal, da steht ja was. Ist das ein Schaufel? Krass, ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich echt manchmal, ne? Ja gut, hier jetzt nicht so. Aber geil. Schade, dass man das nicht so komplett sieht, oder? Ist hier irgendwo noch ein anderes Fenster, wo man reingucken kann? No entry. Okay, ich darf da nicht rein. Schade. Also, weil das gefällt mir echt gut. Da wäre so ein Fenster richtig geil, ne? Dass man dann hier zum Beispiel das noch sehen könnte. Oder? Ja, reicht zwar, aber ich finde, dekomäßig sieht das sehr cool aus. Und deswegen würde ich mir so ein Fenster da wünschen. Weiß nicht, hier zum Beispiel, dass man dann hier hinguckt. Das wär gar nicht schlecht. Da müsstest du halt hier noch so einen Platz hinsetzen. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ja gut, platziert ist platziert, ne? Das heißt, keine Veränderung möglich. 210 Komponenten, also Platz wäre noch da. Ich hätte jetzt gedacht, dass die 4000 Teile Objekte. Obwohl, man braucht ja eigentlich die Wand nicht, ne? Wenn man jetzt nicht hier, gerade wie ich, hier durchläuft. Ne? Klar. Aber ich finde das schon sehr gelungen und deswegen würde ich hier eine Wand hinsetzen. Also, wenn du dir das in deinen eigenen Park gebaut hast, würde ich mir hier eine Wand hinsetzen, Glasscheibe rein und dann kannst du nämlich hier reingucken. Und hier eine Mauer vor. Also so eine Holzwand, ne? Das fände ich richtig cool. So, aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank dafür. Gefällt mir echt gut. Machen wir mal 22 Uhr. Gucken wir mal. Ja, Beleuchtung. Das rosa Riesenrad, Windrad, das sieht auch sehr cool aus. Passt irgendwie. Also, ne, in der Stadt ist ja auch nicht jeder Laden gleichfarbig. Und deswegen im Freizeitpark WBP stehen wir natürlich für multikulturelle Farbgebung. Ne, wir haben ein Herz für alle Farben. Und deswegen, finde ich, sollten wir auch mal hier einen rosa Laden hinsetzen. Denke ich mal. Ne? Weil du soll ja nicht alles trist und grau sein, sondern kann ruhig farbig werden. So. Und dann haben wir noch, Moment, ich muss kurz gucken. Habe ich das jetzt zweimal geöffnet? Ja, ich bin ganz schön clever. So. Was haben wir hier? Topspin. Topspin von Vadim. Okay, dann gucken wir mal. Erstmal kurz auf Tagmodus. Topspin. Ich guck mal ganz kurz. WBP steht da drin. Und das Bild sieht so aus. Ja, da war ich doch direkt drauf. Ne? Da war ich direkt drauf. Und das sehe ich schon anhand des Screenshots, dass wir das eben hier setzen sollten. Also nicht jetzt direkt hier. Obwohl, das könnte man machen, ne? Also hier irgendwie. Beispielsweise so. Ja, müssen wir auf jeden Fall runterziehen. So sehe ich das, ne? Ich würde das jetzt so platzieren. Ich glaube, das ist auch so noch in Ordnung. Oder? Nee, warte mal, wir müssen ja noch weiter runter. Ich bin ganz schön clever. Ja, der Baum schwebt. Das ist halt so im Maya-Bereich. Hast du was dagegen? So muss das natürlich. Das sehe ich so, tatsächlich. Dann kann man hier vorbeilaufen, da vorbeilaufen. Vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach rechts oder nee, ich lasse das jetzt erstmal so, ne? Ich lasse das jetzt wirklich erstmal so. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an, wie heißt das jetzt im Phantasialand? Taron nicht. Taron ist die Achterbahn. Suspended Topspin. Gut, dass ich auf diesen Namen komme, aber jetzt nicht von der Attraktion. Ich bin jetzt ganz dabei Taron. Das Problem ist, dass der Name Taron sich jetzt auf meine Zunge eingebrannt hat. Und jedes Mal, wenn ich was sage, wird da Taron raus. Also, wie hieß das denn nochmal?
Ich habe das vor Augen. Vielleicht komme ich da gleich drauf. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Aber ich denke mal, die Profis werden mir da schon recht geben. Normalerweise, also bei im Phantasialand wäre dann hier oben, hier ungefähr, wäre dann so ein Weg, der dann da vorbeiläuft und dann guckst du da so drauf. Aber wie heißt das denn nochmal? Ich google nicht. Ich war jetzt nur am Bewerten und Favorisieren. Erstmal vielen, vielen Dank, Vadim, für die Erstellung und Bereitstellung für den Park. Ich gucke mal natürlich gerne kurz im Park in Dunkelmodus rein. Ja, Beleuchtung ist da. Wahrscheinlich auch Feuer, ne? Ja, Feuer ist auch da. Vor allem, das hier erinnert mich da auch sehr, sehr stark dran. Aber finde ich gar nicht mal so schlimm. Weil der hat seinen eigenen Stil hier reingebracht. Ne? Der hat wirklich seinen eigenen Stil hier reingebracht. So im Maya, im Maya-Bereich. Und er wusste ja, wir haben hier Maya-Bereich und dann passt er da perfekt hin. Finde ich sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür. Und gefällt mir echt gut. Also wirklich sehr, sehr schön gearbeitet. Vielen Dank dafür. So, machen wir mal kurz. Ich komme jetzt auf den Namen. Targon? Nee. Ich bin immer noch bei Targon. Keine Ahnung. So, und last but not least haben wir Whirly Rig von Wizard the Grey. Wizard the Grey haben wir Whirly Rig. Warte mal, das müsste der hier sein. Jawohl. Und das ist ein Kinderfahrgeschäft. Und das ist ganz klar Piratenthemenbereich. Den haben wir nämlich hier. Boah, ich finde nicht so was von zurecht. Und den würde ich dann gerne. Wir richten das alles so ein bisschen nach dem hier aus. Ist jetzt schon mal aufgefallen. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Jetzt dreht das doch nicht wieder zurück. Was ist ja mit dir falsch? So würde ich das gerne haben wollen. Weg gleich Ausgang. Okay, wir müssen das wahrscheinlich noch ein bisschen runterziehen, ne? Vermute ich jetzt mal. So ungefähr. Könnte das sein? Nee, kann nicht. Doch, kann sein. Doch. Das ist die Mariachi-Band. Erstmal bewerten, favorisieren. Und vielen Dank, Wizard the Grey. Vielen Dank für die Arbeit. Und vor allem, ich mag dieses Fahrgeschäft irgendwie. Ne, das ist wirklich sehr, sehr. Ja, gut, bei Planetencoaster sind alle sehr schön designt, aber das gefällt mir echt gut. Ihr müsst noch ein bisschen runter, ne? Guck mal, hast du gerade gesehen? Ich muss weg. Ah, ja, okay, alles klar. Also ich nicht, sondern das Schild da. Warte. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Müsste so gehen, ne? Schau mal. Nein! Also wir müssen noch ein bisschen näher ran, damit wir feiner justieren können, damit wir ein bisschen feiner arbeiten können. So, ist weg. Ist er weg. So, und ich mag auch diese Band. Ne? Also die macht echt geile Musik. Ich guck mal, ob die jetzt gerade abspielt. Play. Komm, spielt schon. Spielt schon. Macht die keine Musik mehr? Das war, ist ja jetzt ein Mega-Fail. Hä? Die hat doch immer eine Musik abgespielt, oder nicht? Ganz leise. Okay. So, wir gucken natürlich einmal im Nachtmodus uns das ganze Ding an. Ich feiere die Band, ey. So. Ah, hier ein paar Rosen. Schön, schön, schön. Gefällt mir echt gut. Sehr geil. Auf jeden Fall alles eine Bereicherung für unseren World Best Park und vielen, vielen Dank an alle Einsendungen, wirklich vielen Dank und es tut mir, wie gesagt, furchtbar leid, wenn ich dich jetzt nicht berücksichtigt haben sollte. Ich habe einfach jetzt mal auch darauf ein bisschen geachtet, auf die diesmal, bei denen achte ich natürlich auf die Ersteller, wenn ich Präsentation mache, nicht. Jetzt habe ich mal welche rausgesucht, die wir, soweit ich mich erinnere, noch nicht im Park hatten und deswegen habe ich die jetzt einfach mal genommen und die gefielen mir auch alle sehr gut. Alle, die eingesendet wurden natürlich. Und ich muss natürlich bei dem einen oder anderen gucken, ob das in unserem Park passt. Nicht vom thematischen her, sondern von der Größe. Nicht, dass das wieder so ausufert wie so eine große Achterbahn beispielsweise. So eine Holzachterbahn. Muss ich noch, ne? Das machen wir aber dann alles live vor der Kamera. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ja, er hat WBP gesagt. Bis dann. Tschüss.